Ja, hallo Leute, da bin ich wieder, euer WWE-Sammler 14 mit einem neuen Video. Und zwar heute mal ein Sammlungsvideo von meinen Nintendo Switch-Spielen. Und ja, so viele Switch-Spiele habe ich jetzt nicht, aber 11 an der Zahl sind es auf jeden Fall. Und ich wollte heute mal ein Video machen und euch zeigen, welche Switch-Spiele ich habe und was meine Wünsche für die Nintendo Switch-Konsole noch sind, was noch rauskommen muss, was ich finde und was nicht so gut an der Switch ist, was gut an der Switch ist und so weiter und so fort. Das wollte ich euch auf jeden Fall schon länger mal zeigen und jetzt zeige ich euch das auf jeden Fall mal. So, und wir fangen auf jeden Fall dann gleich mal an. Hier sieht man mal alle so auf einmal. Und wir fangen dann gleich mal an mit dem ersten Spiel und zwar haben wir hier Xenoblade Chronicles 2. Das ist mein neuestes Spiel, was ich für die Switch habe. Ist ein sehr, sehr gutes Spiel. Ist ein RPG. Ich spiele das jetzt gerade im Moment und muss echt sagen, dass es echt sehr gut ist. Nur die Kampfsteuerung, ja, also die ist nicht gut. Also die könnte man echt verbessern. Aber mit dem Pro Controller lässt sich schon einigermaßen gut, auf jeden Fall einigermaßen gut spielen. Hier steht so mal Reise zur Wiege der Menschheit Elysium. Da wer den ersten Teil gespielt hat, ich habe den ersten Teil auch ein bisschen gespielt, nicht ganz durch, muss ich sagen, aber ein bisschen. Den will ich jetzt auf jeden Fall hier durchspielen. Bin ich, wie gesagt, jetzt gerade dabei und ein sehr schönes RPG. Xenoblade Chronicles 2. Hier haben wir nochmal die Bilder. Eine offene Welt und so weiter. Das ist halt schon mal sehr, sehr nice. Und ja, das ist auf jeden Fall Xenoblade Chronicles 2. Dann kommen wir zu einem Spiel, was ich irgendwie kaum spiele, weil man das eigentlich am besten zu zweit spielen kann. Und zwar ist das One to Switch. Muss man aber, finde ich, haben, wenn man eine Nintendo Switch hat. Also, das ist halt so ein Spiel wie jetzt zum Beispiel Wii Sports für die Wii. Ist auch nicht allzu teuer. Kostet, glaube ich, 30 € noch oder so. Da steht auch, steht euch gegenüber, One to Switch und so weiter und so fort. Kämpfe mit Revolvern, Kämpfe mit Melkkünsten und so weiter. Und man kann dann so verschiedene Minispiele machen und ja, für unterwegs ist es jetzt nicht so toll, aber naja, auf jeden Fall One to Switch. Dann haben wir Lego City Undercover. Das Spiel habe ich auch eine längere Zeit auf jeden Fall gespielt. Ist sowas wie GTA für kleine Kinder, so in der Art. Ist sehr lustig, spielt halt in New York und man kann halt Sachen sammeln, mit Auto fahren und so weiter und so fort. Jeder kennt bestimmt Lego Harry Potter oder Herr der Ringe oder sowas. Ist halt Lego City Undercover, sowas wie GTA mit Missionen und sowas. Und ja. Dann geht's weiter mit einem Meisterwerk für die Switch. Ich hab's fast zweimal durch. Und da ist es, The Legend of Zelda Breath of the Wild. Jeder hat dieses Spiel für die Switch, jeder liebt dieses Spiel für die Switch. Also ich kenne nur einen einzigen, der es nicht so mag und nicht so gemocht hat, aber einfach ein mega schönes Spiel, ein mega großes Spiel, mega Grafik geil und ja, und auch mit kompatibel mit den neuen Amiibos und so weiter. Legend of Zelda Breath of the Wild, was soll ich sagen, ist ein mega geiles Spiel. Und einfach ein Must-Have, wenn man eine Switch hat, muss man auf jeden Fall gezockt haben. Dann kommen wir weiter zu einem Multiplayer-Game. Und zwar zu Splatoon. Entschuldigung, musste kurz niesen. Auf jeden Fall kommen wir zu Splatoon. Und das Spiel ist mega geil. Ich habe den ersten Teil auch schon gefeiert. Der zweite ist aber auf jeden Fall noch besser. Ich glaube, den werde ich sogar heute mal wieder einlegen. Und mal wieder spielen. Auf jeden Fall, es gibt neue Maps, neue Charaktere. Ihr wisst bestimmt, das ist ein Kindershooter. Also nicht nur für Kinder, natürlich ist es auch anspruchsvoll für Erwachsene und sowas. Aber es ist eigentlich, sollte eigentlich ein Shooter für Kinder sein, wo man mit Farbe schießen muss. Man kann sich auch in diesen Tintenfisch und sowas verwandeln und sind halt zwei Teams und man muss halt die Fläche mit Farbe beschießen und dann wer am meisten Farbe beschossen hat, der gewinnt halt dann
Und da geht es jetzt nicht so um Kills und sowas und um KD und sowas, aber ja, auf jeden Fall auch ein schönes Spiel für die Switch, auf jeden Fall. Gut, dann kommen wir zu Monopoly, wo ich richtig viel Spaß dran habe. Ich lege das immer wieder mal ein und habe das auch vor kurzem erst neu bekommen, mir gegönnt, weil Monopoly einfach immer schon, ihr seht es vielleicht hier, hier liegt noch von der letzten Monopoly-Runde das echte Monopoly rum. Also, wie gesagt, Monopoly spiele ich immer wieder hin und wieder und auch mit Kumpels mal in echt und sowas. Für Monopoly ist man nie zu alt und ja, also ist ein mega schönes Spiel auch. Man hat halt die Welten, man spielt Monopoly, man kann zu zweit so spielen, so. Und man hat halt die Welten so, also mit so Häusern, wenn man ein Haus kauft zum Beispiel, dann hat man halt die Häuser, die werden halt dann echt und sowas. Und ja, auf jeden Fall mega geil. Also hier sieht man das halt, wie das dann aussieht. Also echt mega nice. Also haben die echt schön umgesetzt und ja, Monopoly. Dann haben wir zu einem Spiel... Also kommen wir zu einem Spiel, das ihr ja schon gesehen habt. Für die PS4 habe ich ja ein Unboxing draus gemacht. Und dieses Spiel, muss ich sagen, gefällt mir auf der Switch einfach gar nicht. Weil es einfach nicht fertig ist. Es ruckelt. Es ist, es dauert zu lange. Die Einzüge sind zu lange. Es sind Bugs dabei. Das einzige Geile ist halt einfach, dass man einfach unterwegs WWE mal wieder zocken kann. Die Grafik ist nicht schlecht für die Switch und kann man sich auf jeden Fall geben. Auch hier das mit diesem Glänzeffekt mit der Hülle und sowas finde ich echt ein schönes nebenbei so ein Teil, was man halt machen kann. Aber alleine schon, dass man eine Speicherkarte braucht für 24 GB und sowas, was man sich bei 2K immer extra dazu holen muss, auch bei NBA und so, finde ich jetzt nicht so gut. Auf jeden Fall, Kurt Engelpack ist natürlich mit am Start. So drinnen, da sieht man den Code, der ist eh schon eingelöst. Und halt das Spiel, aber wie gesagt, für mich, also ich finde es nicht gut für zu Hause, das spiele ich lieber auf der PS4. Unterwegs kann man aber auf jeden Fall sich das mal einlegen. Und es ist auch nicht so teuer und ja, geht schon. Dann kommen wir zu einem Spiel und zwar... Das hatte ich auch schon auf der Wii U. Und zwar zu Pokémon Tekken DX. Pokémon Tekken Deluxe halt. Das ist einfach nur dasselbe Spiel, was es auf der Switch gab, nur mit allen Charakteren. Mit allen DLC-Charakteren dabei und Helfern und so. Wobei jetzt auf der Nintendo Mini Direct schon wieder zwei neue Charaktere als DLC angekündigt wurden, was ich einfach überhaupt nicht verstehen kann und überhaupt nicht gut finde und gutheißen kann. Weil ich, wenn ich ein Spiel kaufe, dann will ich auch alle Charaktere gleich haben und nicht mit DLCs und sowas. Also das finde ich echt nicht gut. Turtok haben sie jetzt angekündigt, Durengard und Rayquaza, glaube ich, oder sowas. Also wie gesagt, finde ich jetzt echt nicht gut. Aber mal sehen, ob ich mir die zwei Charaktere dann noch hole. Die werden ja nicht so teuer, hoffe ich einfach mal. Und auf jeden Fall haben wir halt... da noch neu dabei, Impoleon, Darkrai, Silvaro, Xerox und Glibunkel als Kämpfer. Warum Glibunkel, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall habe ich mir noch erhofft, dass ein neuer Pokémon-Trailer auf der Direct kommt, aber war halt nicht so. Aber das ist auf jeden Fall ein mega schönes Spiel, habe ich sehr, sehr viel Zeit drin, also Zeit darin verbracht, ja, und Zeit reingesteckt und ja, mega. Dann, auch für unterwegs ist es halt auf jeden Fall geil. Dann haben wir Mario Kart 8 Deluxe, wo auch unterwegs einfach, Entschuldigung, wo unterwegs auch auf jeden Fall mega gut ist und gut kommt, immer überall. Ich habe es im Flieger schon auf dem Weg von Amerika nach Hause gespielt und so weiter. Also auch zu zweit mit dem Bruder, also das kommt echt gut unterwegs und ist auch aufgebessert von der Wii U-Version. Es gibt neue Fahrer, neue Items, hier sieht man nochmal die neuen Fahrer, Goldenen Mario, die Splatoon, Splatoon-Kämpfe, also Schützen, keine Ahnung wie man die nennt, Baby Bowser, Knochentrocken und König Buhu und noch zwei Items, die haben wir hier.
Also wie gesagt, Mario Kart 8 Deluxe muss man auf der Switch auf jeden Fall haben. Dann kommen wir zum... Ja, da kommen wir als letztes dazu. Dann kommen wir zu ARMS. Und ARMS ist ein Spiel, was man auch, wenn man die Joy-Cons benutzen will, ja, haben muss. Weil das, finde ich, das beste Spiel ist zur Unterstützung der Joy-Cons und zur Bewegungssteuerung. Und ist halt so ein Kampfspiel, wo man halt so ähnlich wie 1 gegen 1, halt gegen, wie bei Tekken oder sowas, halt sich so gegenübersteht und dann kämpfen muss. Man schlägt halt dann so zu und sowas halt und mit den Joy-Cons und so. Ist auf jeden Fall ein schönes Spiel, aber jetzt nicht sowas für unterwegs, würde ich sagen. Außer man hat den Pro Controller. Den besitze ich übrigens auch, den Pro Controller. Also den muss man auch auf jeden Fall, finde ich, haben, wenn man eine Switch hat. Und auch wenn man diese Spiele hat, und zwar ist das Super Mario Odyssey das beste Spiel für die Switch, was zurzeit draußen ist, finde ich einfach. Hier natürlich für Nintendo Switch ist die PG-Version. PG-Version. Und ich finde, wie gesagt, das beste Spiel. Das beste Mario würde ich es jetzt nicht sagen. Da ist noch Mario Sunshine bei mir vorne dran. Aber auf jeden Fall eines der besten Mario-Spiele ever. Und die Grafik ist der Wahnsinn. Die Möglichkeiten sind der Wahnsinn. Man ist im Schnee, man ist in New York, man ist im Sand, man ist überall. Man kann so viel machen. Man kann auf Dinosaurier reiten und Dinosaurier übernehmen. Und Dinos halt und... Hier Goombas und also wirklich das beste Mario-Spiel, finde ich halt, ist es nicht, aber es ist auf jeden Fall ein Mega-Spiel. Hab's durchgesuchtet auf einen Tag, die Leute haben mich für verrückt erklärt, das ist, aber es musste sein, ich war so verliebt in dieses Spiel und immer noch und ich würde es auch niemals abgeben und einfach ein Mega-Spiel. Das ist auf jeden Fall ein Must-Have für die Switch, genauso wie Zelda. So. Und jetzt sage ich euch nochmal meine Meinung zur Switch. Also ich finde, die Switch ist eine der besten Sachen, die Nintendo auf jemals gemacht hat. Nach dem GameCube und sowas. Also wer viel reist und sowas, wer viele Möglichkeiten nutzen will, die Switch zu spielen, sollte sich auf jeden Fall die Konsole holen. Wer schon immer Nintendo-Fan war, sollte sich die Konsole holen. Was ich nicht so gut finde an der Switch, ist halt die Spieleauswahl. Wobei die eh schon sehr groß ist, denkt man jetzt. Ihr seht ja hier, ich habe 11 Spiele und es gibt noch viel, viel, viel mehr. Aber das meiste sind halt Remakes, Remastered und HD und Spiele, die gab es schon und neu aufgelegt und so. Anstatt, dass sie halt richtig neue Spiele halt bringen immer wieder. Und das auch bei der Direct wurde angekündigt. Donkey Kong Tropical Freeze wurde neu aufgelegt und so weiter. Also wie gesagt, das finde ich halt nicht so gut. Aber auf jeden Fall sind das halt jetzt hier meine Switch-Spiele. Ich finde die Switch super. Wie gesagt, alleine für Mario, Mario Kart und Zelda und sowas lohnt sich das auf jeden Fall schon, die Switch. Und ja, das war es auf jeden Fall von meinem Video, von meinem ausführlichen Video zu den Spielen meiner Switch-Sammlung. Wie gesagt, ich spiele wirklich sehr oft mit der Switch und auch zurzeit auf jeden Fall wieder mehr. Und ja, also ich hoffe jetzt einfach halt noch für die Zukunft, das neue Pokémon-Spiel, das muss reinhauen, das muss mega werden, da freue ich mich richtig drauf. Es müssen einfach wieder neue Titel kommen, Super Smash wäre noch mega geil und so weiter, Paper Mario und so. Ja, das war es auf jeden Fall von mir. Habt ihr eine Switch, wollt ihr euch noch eine holen, schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare, das war es von mir und ich sage tschüss, bis dann.